Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doppel-D, so dumm ist Deutschland, die Show, wo wir darüber reden, wie dumm Deutschland momentan aktuell hier in Deutschland auch ist. Heute reden wir über das Thema, dass eben jetzt auch ein Gesetz zum nächsten Jahres erlassen wurde. Man darf keine Immobilien mehr kaufen mit Bargeld, Kryptowährung oder Gold. Und das ist eigentlich schon ein Hammer an sich. Also was ich daran eigentlich am erschreckendsten finde, also ich sag mal, Bargeld ist ein anerkanntes Zahlungsmittel. Es ist ja nicht, dass es verboten ist. Ja? Und dass man jetzt also hergeht und sagt, man verbietet das, dass ich mit Bargeld etwas kaufe, das finde ich schon wirklich, wirklich erschreckend. Dass man aber jetzt noch weitergeht und das setzt wirklich die Krone auf den Kopf. Also Bargeld sagen sie immer Geldwäschegesetz. Genau. Obwohl jeder komischerweise, der damit zu tun hat, sagt, das ist eigentlich völliger Schwachsinn, weil trotzdem noch jeder weitermachen kann. Ja, klar. Natürlich kann ich weitermachen. Das Schlimmste daran finde ich, dass man Gold und Kryptowährung. Mhm. Die Kryptowährungen sind ja eigentlich natürlich dem Staat ein Dorn im Auge, ganz klar. Ja? Aber sie sind auch ein anerkanntes Zahlungsmittel. Ja. Und man will ja irgendwo auch. Die Industrie will es, man will ja diese digital bezahlen, das ist ja nichts anderes als eine Kryptowährung. Und wirklich die Krönung jetzt daran ist das Thema mit dem Gold, weil Gold ist schon immer ein Zahlungsmittel gewesen. Mhm. Und ich finde es wirklich erschreckend. Und man kann, und das ist das, was ich eigentlich das Schlimme daran finde und woran man auch sehen kann, dass hier eine ganz andere Geschichte hinten dran steht, weil selbst wenn einer jetzt mit Gold bezahlt, wo ist das Problem? Er muss ja nachweisen, nach wie vor, auch wenn ich Bargeld mit Bargeld bezahle, muss ich ja nachweisen, wo ich das Geld her habe. Der Staat sieht ja auch, wie ich bezahlt habe. Er kriegt die Info darüber, wie ich bezahlt habe. Also der Staat hat eigentlich alle Möglichkeiten. Also warum in einer Welt will er jetzt damit anfangen, dass ich jetzt plötzlich Häuser... Warum Häuser? Könnte auch sagen, ich sag mal, es gibt Autos, die sind genauso teuer wie ein Haus. Ja. Die darf ich noch oder darf ich die nicht mehr? Also man sieht daran, der Staat fängt also jetzt an mit einer Geschichte und dann arbeitet er sich Stück für Stück nach unten durch. So. Und die Frage ist, was ich nur jetzt sehe, wie soll ich es denn dann bezahlen? Ja. Wie soll ich es bezahlen? Durch eine Überweisung. Also was ist eine Überweisung? Ja? Ist eine Überweisung... Was ist es? Bargeld? Ich überweise ja Geld. Also was überweise ich denn jetzt? Also die Auslegungssache, ich bin auch mal gespannt, wie das rechtlich darzustellen ist, weil wenn der Staat sagt, okay, wenn du ein Haus kaufst, bar oder mit Gold oder mit Kryptowährung, dann musst du nachweisen, wo du diese Zahlungsmittel her hast. Das hätte man ja auch als Gesetz machen können. Das wäre ja eigentlich gibt es das ja schon indirekt. Ja? Ich muss ja heute schon bei allem nachweisen, wo ich es her habe. Also ich kann ja noch nicht mal mehr bald einen Lutscher kaufen, ohne dass mich der Verkäufer fragen muss, wo ich denn das Geld für den Lutscher her habe. Ja. So. Wo ich immer sage, ich verstehe nicht, dass die Bevölkerung so dumm ist und das alles akzeptiert. Aber ich glaube, dass die Bevölkerung das gar nicht weiß. Also die meisten wissen das gar nicht, informieren sich auch nicht drüber. Und ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher, der wird natürlich dann sagen, und das daran sieht man wieder, wie dumm die Menschen eigentlich sind, naja, also ich zahle ja mein Haus sowieso nicht bar. Ja. Was der Sinn dahinter ist, das verstehen die meisten aber gar nicht. Das kommt erst später. Ja. Das ist genauso wie jetzt mit den Gaspreisen. Ja. Die Leute denken immer noch, die Wohnung heizen. Das denken die Leute. Ja. Da geht es nur ums Wohnung heizen. Die Leute begreifen noch gar nicht, dass das sich auf ihr komplettes Leben auswirken wird. Alles wird teurer. Nur so als Beispiel. Wir haben die Ankündigung schon bekommen, dass der Beton nächstes Jahr 30% teurer wird. Der Beton. 30 und nur der Beton. So, wo natürlich jetzt jeder sagt, Beton, ne? Beton nehme ich Wasser rein, was hat das mit Gas zu tun? Ja, bei der Zementherstellung brauche ich Energie, ja, und die ist meistens Gas. So, das heißt,
das wird alles viel teurer. Die Dachziegeln, die müssen gebrannt werden. Ja? Auch wieder, entweder Beton oder Ton braucht Energie, Hitze. Also alle diese Artikel, wir steuern hier auf eine Sache zu, die gnadenlos wird. Ja. Und ich sag mal, mit der Geschichte, mit dem Bargeld, und das finde ich jetzt in Verbindung mit den hohen Inflationen, das finde ich wirklich höchst bedenklich und sehr erschreckend, was hier abgeht. Ja. Und wir werden abwarten. Ich will jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein, wie der nennt, aber ich sag mal, wenn ich das alles sehe, da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch, da gehen alle Alarmsirenen an. Das ist Kontrolle, und, Kontrolle, Kontrolle. Und noch dazu zu sagen, wie stillschweigend das Ganze vorgenommen wird. Also unsere Medien, ich hätte eigentlich erwartet, dass in den Medien ein Aufschrei ist, die Bevölkerung wachgerüttelt wird. Nein, man lässt sie alle schön in ihrem Röschenschlaf schlafen. Das ist wie das Thema mit den Gaspreisen. Ja, wir setzen jetzt mal die Nebenkostenzahlung für Gas, setzen wir mal einen Monat aus. Ja, klar, damit es noch ein bisschen weiter schlafen lassen kann. Ja. Also, ich finde das erschreckend. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ja, das ist eindeutig, dass es hier nicht nur um Immobilien geht, bei so einem Gesetz. Definitiv. Sondern es geht einzig und allein darum, Kontrolle, 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 dass man nichts mehr machen kann, wo man irgendwie ein bisschen anonym sein kann oder Freiheit haben kann. Genau. Das ist einzig und allein, was hier das Ziel ist. Allein auch schon wieder, aber gut, da ist Deutschland sowieso weit voraus, dass man jetzt, sage ich mal, Geschäften ja auch vorschreibt, was sie als Zahlung zu akzeptieren haben. Also das wird, ich sehe das Ganze sowieso, weil wenn das kommt, das wird alles sowieso, es wird sich ein Markt entwickeln, wenn der Staat das versucht, dann wird sich ein, ich sag mal, ein Schwarzmarkt, ein Graumarkt, ein unterirdischer Markt entwickeln und der wird sich entwickeln. Hundertprozentig. Ja. Und den wird der Staat auch nie unterbinden können. Die werden es versuchen, die werden es aber niemals schaffen. Ja, es ist ja wie bei allem im Leben. Der einzige Leidtragende sind die ganzen armen Leute in der Bevölkerung. Es sind nicht die Reichen, denen interessiert das einen Scheiß. Sondern es sind die ganz normalen Menschen, die man jeden Tag draußen auf der Straße sieht. Und die sind ja meistens zu dumm, das zu verstehen, dass es eher eigentlich immer nur sie betrifft. Ja, also ich sag mal, ich hab das ja auch live mitbekommen oder live noch erlebt. Als meine Eltern damals nach Kroatien, also damals hieß das ja noch Jugoslawien, die hatten ja ihre eigene Währung, den Dinar damals. Mhm. Und es war also immer so, wenn man 100 Dinar mitgenommen hat und konnte sich, ich sag mal, ein Essen leisten, das Jahr drauf konnte man davon noch eine Kugel Eis kaufen. Also so war die Inflation für den Dinar damals. Und da hat man schon gemerkt, mein Vater hat Waren mitgebracht, und hat dann Euro mitgebracht und dann wurde so eine Tauschaktion wurde dann gestartet mit einer anderen Währung oder mit Produkten und so wird das bei uns auch dann irgendwann wieder kommen. Also wenn der Staat das versucht, wird sich eine neue Geschäftswelt entwickeln, was natürlich auch wieder vielleicht neue Geschäftsfelder ermöglicht, muss man dann mal sehen. Aber ich sag mal vom Prinzip her, ich finde es nur sehr bedenklich, dass nach wie vor unsere Medien das verschweigen, dass die Bevölkerung es gar nicht mitbekommt. Ja. Und bis sie es mitbekommt, ist es wieder wie immer zu spät. Ja, und wie gesagt, dass die es trifft, die ganzen armen Leute, die quasi von Monat zu Monat nur leben, die denken ja auch noch, dass digital gut ist. Ja, ja. Die checken ja gar nicht, dass man, das ist ja wie bei den E-Autos, dass die alle einen Killswitch drin haben, wo sie einfach sagen können, ist jetzt aus. Das checken die ja alle gar nicht. Und genauso ist das hier. Wenn das alles nur noch digital ist, genauso wie mit der Währung. Ich meine, erstmal witzig, was ist, wenn es einen Stromausfall gibt. Weil eigentlich bist du dann gesetzlich verpflichtet, im Laden zu warten, bis es wieder angeht, dass du zahlen kannst. Sehr interessant, wie es dann an Tankstellen aussehen wird. Ja. Aber die können dann auch sagen, okay, wenn es alles digital ist, du heute nicht. Ja. Viel Spaß, weil die Reichen wird es nicht betreffen, sondern nur die Leute, die eben nicht auf diesem höchsten Level sind in der Gesellschaft. Aber hey, dummes Deutschland, dafür gibt's diese Show. Vielleicht wachen ein paar Leute auf. Und wenn nicht, haben die ganzen Dummen es verdient, wie es kommen wird. Ja. Also Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was draus gelernt, weil eigentlich, das haben die meisten noch nicht gehört. Also müsstet ihr eigentlich was draus gelernt haben. Und wenn ihr das habt, dann lasst uns jetzt ein Like da, lasst uns ein Abo da für den Kanal und teilt es mit euren Freunden, damit noch mehr Leute das lernen können, was hier gerade passiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische im nächsten Video. Ciao. Eyes realize all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I'm on one.